Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Futures Handeln mit dem Stereo Trader mit Heiko Behrendt. Ja, ich freue mich, dass er heute wieder die Zeit für uns gefunden hat und Sie natürlich auch, dass Sie das Interesse haben und live dabei sind. Vielen Dank schon mal dafür. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Okay, also bevor ich jetzt in den Heiko den Bildschirm übergebe, müssen wir immer kurz den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Falls Sie sich gerade die Aufzeichnung anschauen, können Sie natürlich jetzt an der Stelle kurz pausieren und den Text sich durchlesen. Gut, dann lieber Heiko, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Jawohl, also jetzt muss ich erstmal kurz nochmal gucken, welcher Bildschirm hier, Nummer 3, Teilnehmeransicht, ja, gut. YouTube. Dann erstmal von meiner Seite auch, ja, vielen Dank an FX Flat, dass ich heute wieder dabei sein darf. Ich hätte fast das Webinar abgesagt, aber ich mache es dann doch nicht und konnte es auch nicht. Ich bin leicht gesundheitlich lädiert. Zum einen habe ich einen Hörsturz, B habe ich eine dicke Lippe und C wurde ich heute auch noch geblitzt. Also trifft alles aufeinander und da ich so leicht abergläubig bin, habe ich gesagt, ich mache heute ein bisschen Ausbildung und bin ja ansonsten physisch fit und kann dann trotzdem das Webinar halten und ich habe eine Präsentation dabei, die ich auch für euch, die ich schon mal vor längerer Zeit gemacht hatte und aber auch immer wieder Thema ist und ich hoffe dennoch auch, ja, wir werden sicherlich nachher mal auf den Markt drauf gucken, aber wie gesagt, ich werde jetzt nicht handeln und vielleicht ein bisschen noch kommentieren oder so, aber es geht ja vor allem auch darum, euch Instrumente, Mittel an die Hand zu geben, einfach, dass auch die Anzahl derer, die halt nicht profitabel sind, profitabler werden oder in die Gewinnzone kommen. Und ich denke mal, dass das Thema passt hier ganz gut, weil ich habe gewählt, Punkt siegt für das Depot. Also am Ende, wie kann man es wirklich schaffen in die Profitabilität? Und dahinter steht auch so ein bisschen mein eigener Werdegang, denn ja, vielleicht habt ihr ja auch das Gefühl oder vielleicht seht ihr das auch, ihr handelt, macht Verluste, zahlt Geld ein, handelt ein paar Gewinne, wieder Verluste, zahlt Geld ein und das kumuliert sich ja dann auch über die Zeit und ich habe auch früher mal das ein oder andere Depot geschrottet und an der Stelle habe ich dann halt irgendwann gesagt, okay, ich muss mich mal verändern, da muss was Neues her, eine Systematik und da möchte ich einfach drauf eingehen und vielleicht gibt es ja hier für den einen oder anderen auch ja diesen Aha-Moment zu sagen, okay, stopp mal, ich erkenne mich wieder und B, ich sollte was ändern und C, das, was vielleicht der Heiko gesagt hat, könnte ja mal ein Ansatz sein, den ich jetzt für mich probiere. So sehe ich das Webinar heute und vielleicht ist es ja was für euch. Ja, und wie gesagt, man lernt ja auch nie aus und vielleicht hat man es unbewusst auch schon immer mal so gedacht, naja, vielleicht könnte man es so machen, man hat sich selber nicht getraut, weil man nicht weiß, ist es richtig, ist es verkehrt. Ja, und zum anderen, man lernt ja auch nie aus. Wenn ihr Fragen dazu habt, zu diesem Thema, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich nehme mir dann auch heute umso mehr gerne die Zeit für euch, um da auch Fragen zu beantworten, auch allgemein. Zu FX Flat Future Trading, Stereo Trader könnt ihr mich auch gerne hier entsprechend mit Fragen bombardieren. Gut, dann steigen wir mal ein in die Präsentation. Der Risikohinweis, den hat ja der Nelson schon gezeigt. Eine typische Frage, die ich halt immer wieder bekomme, ich muss mal hier kurz das Panel rübernehmen, so, genau. Eine typische Frage immer ist von vielen Leuten, mit welcher Stückzahl sollte ich dann handeln? Ja, also die haben halt gar keine Idee. Ein CFD, 5, ein Kontrakt, 5 Kontrakte, ein Mikrokontrakt, was soll ich dann nun handeln? Und meine erste Antwort ist immer, wer vielleicht auch mal mit mir telefoniert hat und mir vielleicht jetzt sogar hier in dem Webinar ist und die Frage gestellt hat,
Meine typische Antwort ist immer, solange du nicht profitabel bist, handel so klein wie möglich. Ja. Anders oder besser, denke ich mal, kann man es gar nicht beschreiben. Denn ich erlebe das halt relativ oft, dass, oder es ist halt einfach schade, wenn doch Leute, mit denen ich dann auch telefoniere, die halt vielleicht das Trading vorher aufgeben müssen, bevor sie ihre Lernkurve durchschritten haben. Ja, es ist immer so, dass man halt vielleicht am Anfang auch mal ganz, ganz gut gehandelt hat, Gewinne gemacht hat. Ich meine, ich selber habe das ja auch alles miterlebt. Ich hatte halt das Glück, dass ich in den 2000er zur Tech-Bubble da dabei war. Das heißt, bei mir ging der Account halt erst massiv nach oben. Ja, von, weiß nicht, ich mit Freunden zusammengeschmissen. Wir haben dann ein Depot weit über 100.000 Euro gehabt innerhalb kürzester Zeit. Ja, und jeder kennt vielleicht oder nicht jeder. Mittlerweile nicht mehr, ist ja nun mittlerweile jetzt über 20 Jahre her, ging das Geld halt von über 100.000 so schnell wieder zurück auf null. Ja, aber wenn man jetzt, wenn es halt anders läuft und ich telefoniere durchaus auch mit Leuten oder Leute schildern mir ihre Story, da ging es halt dann eher direkt halt runter. Ja, und dann landen die Leute bei 50.000, 100.000 Euro Verlust. Mein höchster Kandidat, mit dem ich telefoniert hatte, der hat 2,5 Millionen verloren gehabt. Und das ist natürlich schon massiv, ja. Und deswegen, ja, solange man nicht profitabel ist oder keine Strategie hat, so klein wie möglich. Denn bei vielen, nicht bei vielen, und es sollte sich jetzt auch keiner persönlich angesprochen fühlen, aber es ist ja nun mal so, dass 70, 75% der Leute ja nicht profitabel sind und ein typischer Verlauf, den ich auch selber aus vielen Depots und auch aus meinem eigenen Depot auch kenne, ist, ja, dass es halt eventuell dann auch durchaus mal so ausschaut oder direkt runter oder kurz runter. Ein ganz typischer Verlauf, den ich bei sehr vielen, bei wirklich extrem vielen Tradern sehe, die ich in den letzten vielen Jahren, mit denen ich Kontakt hatte, ist noch ein bisschen ein anderer Verlauf. Vielleicht kennt ihr den ja auch. Wie gesagt, der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Ach, da hinten. Ich habe gerade mein Zeichentool hier genutzt. Einer der Verläufe, die ich noch, die sehr prominent halt sind, ist, dass jemand einen schnellen Absturz hat und dann geht das Depot ewig nach oben und dann so. Ja? Oder bei anderen sieht es halt so aus, da geht das Depot nach unten, so, Einzahlung, Einzahlung, ja, so. Das sind so typische Depotverläufe, die mir immer wieder begegnen. Ne? Also ist auch logisch, ne? Nach diesen großen Verlusten kommen dann halt die Erholungen, dann gibt es wieder gute Phasen, da man Angst hat, wieder viel zu verlieren, handelt man logischerweise dieses mit kleinen Stücken. Dann sieht man, dass man ja konstant wieder Gewinne gemacht hat, dann erhöht man die Stückzahlen, genau wo man die Stückzahl wieder erhöht, ja, kommt, dann verändert sich wieder der Markt und man kriegt dann wieder auf die Mütze. Ne? Also ganz typischer Verlauf. Und ja, wer so einen Verlauf hat, ist halt auch nicht untypisch. Jetzt gucke ich hier gerade, hier ist so ein Punkt. Gut, genau. So, um es jetzt einfach nochmal vielleicht auch zu verdeutlichen, das Ganze. Wenn wir jetzt als Beispiel mit 0,1 CFD handeln würden, ja, dann wären wir mal 10 Euro im Gewinn, ne, 20 Euro im Verlust bei minus 200 Punkte. Ich denke mal, das kann jedes Depot verkraften. Geht man dann hoch auf 1 CFD, da wird es für den einen oder anderen dann schon kompliziert, also vielleicht dann schon im Minusbereich dann. Ja, also ich habe jetzt nur Eurobeträge, weil Eurobeträge sind für jeden individuell. Ja, ich kenne Leute, die haben Millionen Depots und ich kenne Studenten und Leute, die das Trading anfangen mit 500 Euro Depots. Ja, deswegen ist halt immer schwer mit Eurobeträgen. Aber wenn man jetzt einfach den Punktwert dann halt in unterschiedlichen CFD oder Future-Kontraktwerten darstellt, dann sieht man das einfach. Ja, und wenn man jetzt ein Nasdaq Mini Future bedeutet immer, das sind immer ein Punkt, sind 20 Dollar. Ich habe jetzt hier Euro der Einfachheit halber gelassen und wollte jetzt hier das nicht noch umrechnen, soll ja auch nur das zeigen. Und dann sieht man schon bei einem Mini-Future im Nasdaq, ja, dann sind das bei minus 200 Punkten 4.000 Euro Verlust und 200 Punkte minus bei der Volatilität, die der Nasdaq-Future am Tag macht. 3, 4, 5 Ausstopper, 20, 30 Punkte.
Ja, dann ist sowas an einem Tag auch sogar locker möglich. Das heißt, der Depotverlauf könnte auch der Verlauf von einem einzigen Tag sein, je nachdem, was man für ein Underlying hat. Der Depotverlauf könnte zum Beispiel, ich hätte ja natürlich auch mal hinschreiben sollen, in Nasdaq Future, sonst ist es ja nicht klar. Ja, gut, Fehler meinerseits. Wenn man in Gedanken manchmal ist, dann vergisst man hier. Also ich weiß ja, an was ich gedacht habe, als ich das hier ausgefüllt habe. So, ich schreibe mal hier eine Nasdaq rein. Weil ich ja jetzt hier mal in der Webinarserie ja viel den Nasdaq jetzt ja hatte, habe ich das jetzt mal hier auf den Nasdaq gemünzt. So, ich bin genau über. Genau jetzt über meine Präsentationsfolie, das Panel. So, jetzt. Gut. So, ne? Also Nasdaq. Genau. Weil natürlich bei Mini Future muss ich immer den Basiswert wissen, weil ja die Wertigkeit immer eine andere ist. Also als Beispiel, wenn man das jetzt mal auf dem 11-DAX sieht, dann wäre man 2.500 € im Plus. Da sagen alle, oh geil, 2.500 € im Plus. Ist natürlich eine coole Nummer, aber wenn der Depotverlauf tendenziell so ausschaut, dann heißt das auf der anderen Seite halt auch 5.000 € Verlust. Und dann muss man halt überlegen, kann ich das halt mir leisten, ja oder nein. Ja? Und dann komme ich da ja schon mal zu einer Aussage, wie ich das machen sollte. Und klar ist natürlich, wenn ich einen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal einen 5.000 € Depot hätte oder 10.000 € Depot und ich habe 20 € verloren, dann ist das halt relativ wenig, aber trotzdem weiß ich ja innerlich, ich bin nicht profitabel, egal ob ich jetzt 20 € oder 4.000 verliere. Und besser ist es halt nur 20 € zu verlieren. Also wer da vernünftig ist und sagt, okay, Verlust ist erstmal Verlust, und ich bin froh, dass ich so wenig wie möglich verliere. Das ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Denn wir haben oftmals ein Problem. Viele Trader fangen viel zu früh an zu handeln und handeln oftmals mit viel zu großer Size und halten dann auch gewisse Verluste halt nicht aus und werden dann emotional und dann gibt es diese ganze Spirale, sodass dann dass man halt schneller das Depot vor die Wand fährt, als man manchmal gucken kann. Ja. Wenn natürlich, das ist natürlich der Nachteil, ne? Wenn man profitabel ist, dann verdient man eigentlich ja zu wenig, ne? Und man möchte natürlich, wenn man profitabel ist, auch so viel wie möglich verdienen. Aber man sollte hier, wenn das der Fall ist, dass man wirklich profitabel und konstant profitabel ist, also vielleicht so über 3, 4 Monate, dann sollte man die Stückzahl hier entsprechend anpassen. Also wenn der Depotverlauf dann zum Beispiel so ausschaut, ne? Dann kann man ja auch überlegen, okay, ich passe meine Stückzahl nach oben an. Vielleicht kann man das so nehmen wie beim Pokern, ja, dass man halt, das halt immer, wenn man halt eine gewisse Größe erreicht, dass man halt ja auch logischerweise mehr setzen kann, ne? Und genauso wie man aber auch nach oben geht, sollte man halt auch nach unten gehen. Also wieder die Stückzahlen auch reduzieren, wenn das Account halt nach unten geht. Das ist halt auch ein Fehler, den viele Trader nicht machen, ja. Wenn es gut läuft, dann schrauben sie die Stückzahl nach oben. Das ist soweit okay, aber wenn es schlecht läuft, schrauben sie die Stückzahlen auch nicht wieder nach unten. Ein Problem, was der Depotverlauf halt nicht darstellt, oder der Depotverlauf stellt das natürlich dar, oder auch der Punktverlauf stellt das natürlich dar, wenn halt der Account tendenziell nach unten geht, dann passt ja irgendwas nicht. Oder wenn er jetzt nach oben geht, so wie hier, und würde jetzt hier zu schnell nach unten gehen, ja, dann ist es so, dass hier vielleicht derjenige, und das sollte man in seiner Auswertung, ich schweife jetzt mal ganz kurz ein bisschen ab vom Thema, eventuell kann sein, dass hier der Marktzustand vielleicht ist, dass er diese Gewinne erzielt hat, wenn der Markt halt vorwiegend in einer Range ist. Ich schreibe jetzt einfach nur mal ein R hin. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass derjenige eher ja, auf eine Range tradet als Beispiel, aber der Markt jetzt halt in der Range nicht anhandelt. Ich zoome mal hier raus einen möglichen Verlauf, den der Markt ja machen kann. Also das heißt, hier läuft der Markt halt eher so und derjenige, was macht er? Hier unten in der Range eröffnet er seine Long Trades. Ja? So. Jetzt die letzten 2 Tage als Beispiel, ja, der Markt läuft jetzt hier so hin und her und fällt dann halt durch. Der Trader macht vielleicht hier genau den gleichen Long Trade, verliert aber. Ja, der Markt kommt runter, macht hier wieder Range, der Trader geht hier wieder hier unten irgendwo Long rein,
Ja, und der Markt fällt halt weiter. So, und das könnte dann auf einer gewissen Sicht, ja, wenn der Markt halt jetzt mal für 2 Wochen in den Trend läuft, ja, egal ob aufwärts oder abwärts, ja, aber vorwiegend in Trends, und derjenige macht eigentlich seine Hauptgewinne in der Range und in Trends macht er eher mehr Verluste, dann muss er das halt auch im Kontext überprüfen, ja. Also dann auch immer mal hergehen und überlegen, in welcher Marktphase kann ich denn gut handeln und wo bin ich halt nicht so gut, ne? Also manche können mit hoher Volatilität nicht umgehen, manche mit hoher Volatilität besser, manche halt mit irgendwelchen wilden Märkten, andere brauchen eine richtig gute Struktur. Was für den einen halt gut aussieht, sieht für einen anderen Trader halt schlecht aus. Also das nochmal vielleicht dazu, denn das im Kontext nochmal zu überprüfen. Ja, wenn der Verlauf so ist, dann ist es halt so, dass man ja sagen kann, okay, klar, ich habe jetzt nur 20 Euro verdient mit 0,1 CFDs. Aber was ich halt auch gemacht habe, ich habe damals auch mit relativ kleiner Size angefangen, mein Business aufzubauen und habe mit sehr kleiner Size gehandelt und war sogar nach Kosten nicht profitabel. Warum? Weil damals, wo ich gehandelt habe, gab es noch nicht wirklich CFDs, sondern da gab es nur Zertifikate. Und bei den Zertifikaten war es so, ich musste bei 100 Zertifikate, das waren 1 Euro pro Punkt, musste man aber 9,90 € an Ordergebühren bezahlen für einen Trade. So, und oder 9,80 €, genau, 4,90 € pro Trade. Und das bedeutete, ich bräuchte eigentlich 10 Punkte, um überhaupt plus minus null zu sein. Aber ich wusste ja, okay, wenn ich die Stückzahl mal dahin schrauben kann, wo ich sie dann mal haben möchte, dann wusste ich ja auch, was das bedeutet. Und wenn man das jetzt hier mal auf ein Nasdaq Future umrechnet, also auf Mini Future, dann heißt das, dass ich mit dieser Performance-Zahl, mit 200 Punkten, egal ob am Tag, in der Woche, im Monat, ja, 4.000 Euro verdienen kann oder 4.000 Dollar, um es jetzt mal bei der Wahrheit zu bleiben. Und natürlich nach Kosten, das muss man dann noch mit runter reduzieren. Aber wenn das die Netto-Punktzahl wäre, wäre dann das Ergebnis. Und das ist halt ja auch eine schöne Motivation zu sagen, ich gucke halt, also wichtig ist erstmal die Punkte zu haben. Und ich habe halt auch angefangen und habe halt über 3 Monate geguckt, was kann ich jeden Monat für Punkte erwirtschaften? Was habe ich für Drawdowns innerhalb des Monats? Und das habe ich dann immer auf unterschiedliche Stückzahlen gerechnet, um einfach zu wissen, was mein Depot auch aushält. Ja. So, damit man das aber auch alles umsetzen kann, bedarf es natürlich auch einiger Arbeit. Und ich sage das auch immer ganz oft, viele, viele Trader denken immer, der Trade ist das Wichtigste im Trading. Natürlich, ohne einen Trade kann ich nichts verdienen, auch nichts verlieren. Aber prinzipiell ist der Trade, und das sollte man sich wirklich mal auch mal hinterfragen, der Trade ist am Ende das letzte Glied in der Kette. Am Ende ist der Trade der geistige Erguss aus den Erfahrungen, die man und den Analysen und so weiter und den eigenen Gedanken, die man jetzt und mit der Vergangenheit erlebt hat. Und damit ist eigentlich der Trade das, wenn man so möchte, das letzte Glied in der Kette, denn er ist das Ergebnis. Ja, und dessen sollte man sich immer mal wieder bewusst werden, dass der Trade nicht das Wichtigste ist, sondern eigentlich das Letzte. Für mich war es früher auch anders. Ja, als ich angefangen habe mit Traden, war für mich logischerweise auch der Trade das Wichtigste. Aber je länger man dabei ist und je mehr Situationen man auch erlebt hat und so weiter, merkt man eigentlich, dass so ein Trade an sich eigentlich immer unwichtiger wird. Auch wenn ich mich mit vielen Tradern oder ja, so viele sind ja nicht, aber mit den Tradern, mit den erfolgreichen, die ich in meinem Umfeld habe, unterhalte, dann geht es eigentlich auch nie um den Einzeltrade. Ja, es geht halt immer um gewisse Situationen und ob derjenige jetzt da recht hat oder nicht recht hat, das spielt auch gar keine Rolle. Ja. Gut, ich hole mir mal kurz den Chat her, falls hier doch Fragen sein sollten, aber ich gut, alles okay soweit. Gut, wenn soweit alles okay ist, dazu keine Fragen gibt, dann komme ich hier mal noch. Wie könnte man das Ganze jetzt nun aufziehen? Das Thema, um jetzt zu überlegen, wie bekomme ich A, einen besseren Einblick in mein Handeln, wie sollte ich oder was soll ich jetzt überhaupt auswerten? Ja, jetzt erzählt mir hier der Heiko Behrendt, ich soll hier Punkte aufschreiben und
irgendeinen Bezug herstellen und ich habe gar keine Ahnung wie. Ja, und das Allerwichtigste ist natürlich, sich erstmal herzugehen und überhaupt anzufangen, seine eigenen Trades auszuwerten. Also ich glaube, 80% der Trader machen das nicht wirklich. Oder wenn Leute wegen Coaching bei mir anrufen, dann sage ich, dann schick mir doch mal dein Trading-Tagebuch her, damit ich doch mal einen Einblick in den Trading gewinne oder gewinnen kann. Ne? Und dann sagt derjenige, also wirklich, also bei 9 von 10 Tradern, mit denen ich da so ins Gespräch komme, sagen, gut, fange ich ab morgen an. Das Einzige, was sie wissen, ist halt, ob sie am Tagesende Gewinn oder Verlust gemacht haben. Das wäre wie, wenn ich jetzt in meinem Unternehmen, wenn ich, egal was ich jetzt habe, einfach nur am Abend in die Kasse gucke und sage, ich habe heute Geld verdient, nach abzüglich allen Fixkosten ist ein Gewinn übrig geblieben oder nicht. Aber ich wüsste im Detail nicht, mit was habe ich mein Geld verdient. Also wenn ich einen Kaffee habe, habe ich es jetzt mit dem Verkauf von Kuchen, von Kaffee oder mit Trinkgeld verdient. Ja, keine Ahnung. Also das ist halt ja nicht bekannt und deswegen ist es wichtig, die eigenen Trades auszuwerten und vor allem auch im Kontext auszuwerten. Ja, also das heißt situativ. Also was habe ich gehandelt oder was war meine Idee? Und ihr werdet merken, das ist am Anfang eine saumäßige Arbeit. Ja? Und ich kann euch aber sagen, und ich glaube auch daran, dass diese Auswertung einen wesentlich weiterbringt als ja, das 100. YouTube-Video über, wie werde ich erfolgreich oder was ist eine erfolgreiche Strategie oder sowas. Denn am Ende habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht, wenn ihr die Trades auswertet, vor der eigenen Nase. Und das ist sicherlich auch nicht einfach für jemanden, der halt vielleicht auch konstant nicht profitabel ist oder immer merkt, wie ich das vorhin ja gezeigt hatte, immer wieder merkt, dass er, dass sein Depot halt immer wieder weiter abrutscht. Ne? Also es das heißt, immer wieder merkt, okay, ja, es läuft ganz gut, ich bin plus minus null und dann wieder so ein Rutscher. Ne? Und dann wieder gemerkt, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht. Also was war mein Fehler? Also zu hinzugehen, Fehler Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, was habe ich hier jetzt verkehrt gemacht? Ja? Genau, gerade kommt eine Frage rein, auf die werde ich dann gleich nochmal eingehen. Also ich stelle sie kurz hinten an, na, kommt jetzt gleich. Ne? Gut, man sollte hergehen und den Gewinn am besten erstmal in Punkten oder in Ticks, also falls man im Future handelt oder mal das Ziel hat, in Futures zu handeln, kann man durchaus auch hergehen und überlegen, man handelt in Ticks, weil nicht überall, so im FDAX ist es ja jetzt so, im FDAX ist ja die kleinste Einheit Veränderung aktuell ein Punkt. Ja. Früher waren es ja mal 0,5 Punkte ein Tick. Wer aber vielleicht zum Beispiel an den US-Börsen mal handelt oder vielleicht auch mal im Gold handeln will oder der sollte vielleicht auch da hergehen und überlegen, weil auch in jeder Plattform wird das meiste immer in Ticks angegeben und weniger in Punkten. Aber man kann natürlich genauso auch in Punkten halt handeln. Und man kann halt das auch in Ticks rechnen. Also zum Beispiel im Nasdaq Future wären 4 Ticks ein Punkt. Ne? Das muss man natürlich vorab halt wissen. Am Ende ist es halt wichtig, immer gleich zu rechnen. Entweder ich rechne halt alles in Punkten oder ich rechne halt alles in Ticks. So. Das muss halt für einen, muss man das vorher einmal festlegen und dann rechnet man halt so entsprechend. Ne? Als Beispiel, wie gesagt, ist nur ein Beispiel. So, das heißt, man wertet das aus. Der Tag zum Beispiel, der sieht dann so aus. Keine Ahnung, ich habe 10, 20, 50 Trades gemacht, habe an dem Tag 86 Punkte im DAX verdient, ja, auf die Gesamtposition oder Einzelposition komme ich gleich noch dazu, dann wären das halt bei 0,1 CFD ist halt nur 8,60 Euro, ja, bei einem CFD 86 Euro und wenn ich vielleicht dann als Ziel zu meiner Wunschgröße hinkomme, ja, wenn ich da meine Positionsgröße halt hinbekomme, die ich mir so mal als Traum, ja, also ich hatte mir, wo ich mein Trading-Business angefangen habe, mein ganz großer Traum. Ich will FDAX handeln. 200 Punkte im Monat macht 5000 Euro. Ja, das war mit 21 Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe im Trading, mein großes Ziel damals. So, und dann habe ich aber festgestellt, Wahnsinn. Ich schaffe es fast jeden Monat zur damaligen Volatilität. Habe ich ganz viele Monate gehabt, wo ich 500 bis 800 Punkte jeden Monat verdient habe.
Und dann wusste ich, okay, mit der Positionsgröße, da wird es dann richtig interessant, ja, wenn ich wirklich es schaffe, da 800 Punkte mit 25 CFDs dann mal zu handeln. Und das war halt so mein großes Motivationsziel. Klar, das ist natürlich die Positivseite. Ja, 2000 Euro am Tag, denke ich mal, sicherlich jetzt nicht verkehrt, ne? Optimal sollte man noch hergehen und überlegen, was wäre denn der Maximum an Gewinn und Verlust, den ich während des Trades auch hatte. Denn oftmals merke oder ich merke es einfach aus der Erfahrung auch als Coach einfach, dass halt viele einen recht hohen Rumrutschfaktor haben, wenn man hier, also wenn man sie traden lässt und sie nehmen das halt auf. Dann sehen Sie vielleicht auf einmal, okay, ich habe 20 Punkte Verlust, habe gerade mit 5 CFDs gehandelt, 100 Euro verloren und dann ist halt so, dass diese 100 Euro Sie emotional so triggert, dass das halt ein hoher Verlust ist und dann wird der Trade halt einfach glattgestellt, obwohl es gar nicht sinnvoll war, den dort glattzustellen. Also rein emotional wird man da einfach getriggert und es wird eine Reaktion ausgelöst, die man auch nicht bewusst steuern kann und man denkt sich, ach du Scheiße, 100 Euro Verlust in 2 Minuten, ach, ich gehe raus. Ja, und da merkt man einfach auch klar, die Positionsgröße ist halt verkehrt. Wenn man aber auch das festhält, Gewinne und Verluste eines jeden Trades oder zumindest einiger Trades, die halt markant sind, damit man auch ein Gefühl bekommt, was muss ich dann auch aushalten können. Ja? Ich habe es mal so gemacht, man kann hergehen. Leider gibt es das, es gibt so ein MAE und MFE-Faktor, nennt sich das. Kann man auch mal googeln. Bei automatischen Handelssystemen ist es dabei. Und der Stereo-Trader, der Meta-Trader wertet das, oder es gibt einige Programme, die können das auswerten, aber wenn man händisch, glaube ich, handelt, ist es mir nicht bekannt, dass es das ausgewertet wird. In anderen Future-Plattformen ist das jedenfalls möglich, diesen MAE und MFE-Wert herauszubekommen. Wer sich da vielleicht nochmal, auch hier nochmal ge gezeigt, da muss ich also immer googeln, wenn ich das MAE, MFE, gibt es einen guten Artikel darüber? Mal gucken, ob ich den. Genau, der kann sich ja diesen Artikel hier mal zu Gemüte führen unter Daytrading Fortgeschrittenen. Also einfach bei Google habe ich gerade eingegeben MAE und MFE Trading und dann war das hier schon der Artikel, der einfach hier nochmal zeigt, wie weit, also man lässt, kann sich das dann automatisch auswerten lassen. Man kann natürlich auch im StereoTrader hergehen oder im MetaTrader allgemein, drückt die Maustaste nach unten, also das Mausrad nach unten. Und guckt dann einfach mal, was war denn mein Trade im Plus oder Minus und trägt das dann halt ein, ja, um einfach hier entsprechend zu gucken, was war mein Trade Maximum im Verlust und maximal im Gewinn. Ja, und da kriegt man auch viel über das Trading halt raus. Ja. Ja, wie gesagt, also im MetaTrader ist es mir leider nicht bekannt. Also bei automatischen Handelssystemen gibt es Programme, die werten das aus. Aber jetzt mit händischem Trading, also diskretionären Trading, ist es mir leider nicht möglich. Also ist es mir nicht bewusst, dass es sowas halt gibt. Ich nutze ja auch seit vielen Jahren den Ninja Trader und im Ninja Trader gibt es diese Auswertung halt. Ja. Genau. Und das wäre jetzt hier sozusagen mal für die einzelnen Trades einfach der Verlauf. Das heißt, jeder Trade startet ja bei Null. Ja, und dann guckt man einfach, wie weit war er halt Maximum im Verlust, während er gelaufen ist, maximal im Gewinn und wo habe ich den Trade beendet. Wenn ihr einen Trade halt habt, der ins Take-Profit läuft, dann sieht halt der Trade, je nachdem, wenn er jetzt so vorher im Verlust halt noch war und läuft dann ins Take-Profit, dann ist der Exit halt am höchsten Punkt, ne? Und wenn man einen Stop-Loss hat, so wie jetzt hier, ja, dann sieht man, schließt halt der Trade da unten. Ja, und hier, das ist so ein Trade zum Beispiel, der war halt mal im Gewinn, läuft dann sehr weit ins Minus und dann schließt man den halt dieser plus ein Punkt Trade. Ne? Das kennt man ja auch. Ja, Hauptsache erstmal raus und ja, plus minus null. Und dennoch sollte man hier halt für sich dann auch die unterschiedlichen Größen halt definieren und dann auch überlegen, okay, ich habe halt darüber versucht zu ermitteln,
welche Größen ich entsprechend meines Depots in Prozenten oder auch in Eurobeträgen aushalten kann. Ja. Und von daher, wenn ich jetzt den Maximum Loss mit minus 20 Punkte mal 0,1 CFD habe, dann habe ich 2 Euro verloren. Bei 25 CFD ist halt 500 Euro. Wie gesagt, man muss jetzt nicht diese Maximumstufen jetzt nehmen. Man kann ja auch dazwischen das nehmen. Ich will es halt nur einfach optisch jetzt mal so darstellen. Und damit wäre dann halt die Frage, kann ich dann halt minus 500 Euro überhaupt aushalten, ja oder nein? Genau. Die Frage von jemandem, der hier immer schreibt, betreff Webinar-Thema verfehlt. Also ja, wer von Anfang an dabei gewesen wäre, der hätte es gewusst. Heute ist leider kein Trading, also an der Stelle dann ja, das Webinar ist dann sozusagen heute ohne Trading, weil ich gesundheitlich angeschlagen bin. Bevor jetzt hier noch weitere komische Nachrichten jetzt hier reintrudeln. Dann, wenn man das ausgewertet hat, wie gesagt, bekommt man dann ein Gefühl für sich, für das eigene Depot, ja, um dann halt, ja, auch im positiven Falle halt eine Motivation zu haben für, also was ist mit meinem eigenen Trading-Stil überhaupt möglich, was kann ich erreichen? Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel auch hergeht, manche Trader kommen ja zu mir oder haben vielleicht so selber auch für sich den Wunsch, ja, ich möchte 5.000 Euro im Monat verdienen. Und dann frage ich, ja, wie viele Punkte kannst denn du so im Monat traden? Ja, klar, dann wissen die das noch gar nicht, was sie überhaupt leisten können. Und dann frage ich, dann merkt man überhaupt, vielleicht passt das gar nicht zusammen. Und dann merkt man, okay, derjenige müsste vielleicht 200 Punkte im Monat verdienen oder kann gerade mal 200 Punkte im Monat verdienen. Und dann sage ich, okay, aus diesen 200 Punkten müssen ja 5.000 Euro werden. Das heißt, du müsstest mit 25 CFDs handeln. Und dann sagt derjenige, oh Gott, so viel kann ich mir gar nicht leisten. Und dann merkt man halt auch, dass man einfach daran feststellen kann, was kann ich denn mit meinem Trading-Stil überhaupt verdienen in Punkten? Und damit weiß ich auch, was dann halt bei gewissen Positionsgrößen denn später mal möglich ist, sowohl im Gewinn als auch im Verlust. Ja. Genau. Und deswegen an der Stelle ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, um so ein richtig gutes Gefühl für sein Trading zu bekommen, was der eigene Trading-Stil dann halt bedeutet. Und ihr merkt, wenn man das sich mal die Arbeit macht, an einem Wochenende vielleicht auch mal so, wie gesagt, ich habe solche Arbeiten dann auch des Öfteren am Wochenende gemacht oder lange Nacharbeiten gemacht, weil einfach natürlich, das frisst extrem viel Zeit. Je weniger Automatismen dabei sind, ich habe früher meine ganzen Trades alle händisch eingetragen. Ich habe, weiß nicht, glaube ich, wahrscheinlich in meiner Trader-Geschichte 10.000 Trades händisch eingetragen. Und an der Stelle habe ich das Ganze dann, habe ich einfach ein gutes Gefühl für mich und mein Trading bekommen. Und ja, also ich fand die Arbeit, die ich mir dort gemacht habe, hat für mich den größten Fortschritt in meiner Trading-Karriere gebracht. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber ist so. Ja, also ist wirklich so, dass man muss sich mit sich selbst und seinem eigenen Trading da auseinandersetzen. Ja, und vielleicht hat es ja bei dem einen oder anderen Klick gemacht, der sagt da, okay, ich mache jetzt die Fleißarbeit und setze mich am Wochenende hin und mache das halt mal. Oder lass morgen den Männertag halt ausfallen und mach das halt. Ja, warum auch nicht? Ja. Genau. Heiko, Ja. ganz kurz, ich möchte mal ganz kurz Stellung hier dazu nehmen zu den Nachrichten. Also erstmal, lieber Teilnehmer, vielen Dank für das Interesse, dass Sie natürlich heute live dabei sind. Das freut mich. Diese Webinarreihe war schon immer eine Kombination aus Ausbildung und Live-Trading. Und Heiko hat es ja vorhin schon gesagt, aus gesundheitlichen Gründen und aus Konzentrationsgründen findet heute kein Live-Trading statt. Die Alternative wäre gewesen, dass wir das Webinar hätten ausfallen lassen müssen. Von daher ist das ja super und nochmal vielen Dank an Heiko, dass wir da trotzdem diese Veranstaltung heute machen und Sie hier wirklich auch einen Mehrwert haben und den Ausbildungsteil trotzdem bekommen. Ja, also das zu begründen. Vielen Dank. Gut, wenn man dann Durchschnittswerte bilden kann, an der Stelle, dann
kann man halt hergehen und auch ja, überlegen, was ist, wenn ich über meinen Durchschnitten liege, unter meinen Durchschnitten. Ich glaube, es gibt auch ein YouTube-Video, wenn mich nichts täuscht, habe nun so viele schon gemacht. Das nennt sich Benchmark-Trading. Für mich war es immer wichtig, eine Benchmark zu haben und versuchen, diese zu schlagen. Die ist aber nicht für jeden Trader zu empfehlen. Ich habe das, klar, man muss es ausprobieren oder man sollte es auch ausprobieren, aber sobald ihr merkt, wenn ihr Durchschnitte bildet, also eine Art Benchmark bildet und ihr versucht, die um jeden Preis, es gibt ja so Kämpfernaturen, die versuchen, das um jeden Preis ja, hinzubekommen, dann und gehen dann vielleicht höhere Risiken ein, nur um diese Benchmark zu erreichen, dann ist so eine Benchmark Trading nicht empfehlenswert. Also ich habe das bei vielen meiner Coaching-Teilnehmern empfohlen und habe dann auch immer gleich geguckt, wie läuft das da. Und es gab einige, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, wir lassen das mit dem Benchmark-Trading aus dem einfachen Grund. Für dich wird das eher zu einem Kampf und das ist ja nicht die richtige Herangehensweise. Ne? Ich merke gerade meine Tabletten, ich muss jetzt so Tabletten nehmen, ich schwitze, ich habe das Fenster auf und oh, ist echt Wahnsinn, ich schwitze gerade wie die Sau. Muss ich mal so erwähnen. Genau. Genau. Wenn ihr dann sozusagen merkt, dass ihr profitabel seid, dass ihr konstant profitabel seid und das auch mit niedrigen Stückzahlen, seht das nicht als, wie gesagt, es sollte nicht demotivierend sein, weil ganz viele Trader gehen her und sagen, Mist, jetzt habe ich 80 Punkte verdient heute und nur 8,60 €. Völlig egal. Es spielt keine Rolle, weil ihr wollt ja nicht nur für 2 Tage handeln, ihr wollt ja für viele Jahre erfolgreich sein. Und zu wissen, dass das irgendwann mal vielleicht 800 € sind oder 1.000 € am Tag sind, ja, das ist das Ziel. Ne? Also es gibt ja diesen platten Spruch, der Weg ist das Ziel. Aber wenn man dieses Ziel vor Augen hat, dann weiß man, was das mal bedeutet. Und für mich gab das halt damals wirklich eine extrem gute Motivation, um zu sagen, ich versuche jetzt so konstant an dieses Ziel ranzukommen. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, an meinen ersten Tag, wo ich 1.000 € verdient habe. Ich konnte mich an meinen Tag erinnern, wo ich das allererste Mal 10.000 € am Tag verdient habe. Und ich kann mich auch an meinen größten Gewinntag erinnern, an dem ich halt oberhalb von 50.000 € an einem Tag verdient habe. Ja? Auf der Verlustseite kenne ich natürlich auch meine Verluste und ja, aber das ist halt einfach eine schöne Motivation. Ne? Gut, also das könnte ein Weg sein und ich habe jetzt vorhin noch mal geschaut, ob ich noch mal was aus meiner vielleicht reelle oder reale Werte euch einfach zeigen kann. Das Problem ist, ich bin mit meinem Rechner umgezogen und die Excel-Tabelle, die ich gesucht habe, finde ich nicht. Das soll jetzt keine Ausrede sein. Ich habe aber eine Excel-Tabelle, wo ich für mich das damals sehr gut aufgewertet habe zu den Anfängen und dann später auch nochmal als einem Experiment auch nochmal ausgewertet habe, um einfach zu zeigen, was auch möglich ist. Und ja, also wenn man es jetzt von meinem Start meiner Karriere nochmal sieht, also ich habe viel Geld verdient, verloren in der Tech-Bubble, danach das ein oder andere Account vor die Wand gefahren und dann habe ich dann viel im Demo-Modus, Simulationsmodus gehandelt. Dann habe ich gemerkt, okay, ich bin erfolgreich mit meiner Art des Handelns. Dann habe ich mit kleinen Stückzahlen angefangen, wie erwähnt, mit 100 Zertifikaten damals und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich starte jetzt mit einem 5.000 € Depot und das Depot hat am Jahresende knapp 80.000 € an Kapital gehabt, weil ich einfach das gemacht habe und immer gesagt habe, sobald ich einen gewissen Wert erreicht hatte, kann ich meine Stückzahl hochschrauben, kann ich meine Stückzahl hochschrauben. Und im Zertifikatebereich, wenn ich es jetzt auf den CFD-Bereich ummünze, lag ich dann so zwischen 75 bis 100 CFDs. Man muss aber auch sagen, damals, das kann man jetzt einfach nicht ummünzen, damals im Jahr 2001, da stand der DAX bei 3.000 Punkte. Ja, und da waren natürlich die Tagesschwankungen halt 1% waren 30 Punkte. Ja, heute sind ja 1% 150 Punkte. Das muss man natürlich in Relation setzen. Also deswegen wären das heute andere Stückzahlen. Aber so war es halt damals gewesen. Ja, das vielleicht noch so als kleine Motivation. Und ja,
Ich hätte es euch, wie gesagt, gerne gezeigt, denn auch, was ich halt auch dann sehr konsequent gemacht habe, nach ein, zwei Verlusttagen habe ich meine Stückzahlen radikal reduziert. Erstmal wieder in den Tritt reinkommen, ja, und dann halt auch immer geschaut, dass ich dann wieder die Stückzahl erhöhe. Und so habe ich das dann gemacht. Und das sieht man halt in der Excel-Tabelle dann sehr gut, aber leider die, die ich dafür habe, ist nicht auf dem Rechner gerade. Ja. Genau, hier kam gerade noch ein Hinweis. Ja, absolut für die meisten wahrscheinlich wichtiger als das Live-Trading. Ja, vielen Dank dafür. Derjenige oder der, diejenigen haben auch das Webinar jetzt verlassen. Freut mich ja auch. Muss ich jetzt nicht haben. Gut, oder klar, wenn derjenige was anderes erwartet hat, ist ja auch, so wie es da steht, ist ja auch ganz klar. Gut, dann, genau, das soweit mal dazu. Wir können ja, wie gesagt, ich würde jetzt nochmal auf die Fragen ja eingehen, weil nämlich ganz am Anfang kam noch eine Frage, ja, betreff der vielen Trades, ja, betreff der vielen Trades, weil man da ja viel auswerten muss. Und das ist eigentlich auch ein interessantes Phänomen, denn am Anfang, und ich merke das, ich habe ja, bei mir gibt es ja diesen Grundkurs Scalp Trading. Und dann hat man die Möglichkeit, da in der Skype-Gruppe zu sein. Und da stellen auch manche Traders mal Trader ihre Trades halt rein. Und dann gucke ich da mal so drüber. Und was ich halt oft feststelle, ist, dass viele Trader zu viel einfach handeln. Und wenn man weiß, dass man am Anfang viel auswerten muss, viel Arbeit in die Auswertung reinsteckt, und wenn man weiß, dass man bei, keine Ahnung, bei 50 Trades am Ende 3 Stunden an Ausarbeitung hat, ja, dann überlegt man sich dreimal, und das ist halt auch so ein Prozess, der im Kopf stattfindet, überlegt man sich dann drei, viermal, ob ich denn diese Trades halt, also ob ich so viel denn auch noch trade. Ja. Achso, halt, ich habe hier noch einen Punkt vergessen, nämlich ihr müsst am Anfang natürlich auch immer festlegen, weil das natürlich ja auch je nach Trading-Stil halt auch ein Thema ist. Handelt ihr, rechnet ihr immer die Punkte auf die Einzelposition oder immer auf die Gesamtposition? Da müsst ihr am Anfang für euch eine Regelung schaffen, damit ihr eine Auswertbarkeit habt. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, denn also wenn er wirklich am Anfang steht, dann würde ich wirklich immer nur eine Position empfehlen. Ich habe das jetzt der Tage immer gemacht, dass ich immer nur eine Position gehandelt habe, weil ich da jetzt ja gerade nochmal wieder was angefangen habe. Also immer nur eine Position, damit man sieht, okay, ich gehe hier einmal rein, einmal raus. Ja, das heißt, das ist auswertungstechnisch auch wesentlich einfacher, als wenn man jetzt mit 3 Positionen handelt oder so. Ja. Und für den Anfang ist das sicherlich ganz gut, wenn man einfach sagt, ich gehe einmal rein, einmal raus, das ist der Preis und das sind die Punkte und das bedeutet, dass man später oder früher an Gewinn oder Verlust. Ja. Der tolle Effekt, den ich bei vielen feststelle, ist, die nämlich diese Auswertung dann wirklich intensiv und ernsthaft machen, ist, dass irgendwann kommt dann mehr Qualität. Also das heißt, wenn ich doch auch meine Trades auswerte und ich sehe, das war ein Blödmannstrade, also ich nenne das immer Blödmannstrades. Das war wieder so ein emotionaler Trade, wo ich einfach nur wieder hinterhergesprungen bin, nur weil sich im Chart was schnell bewegt hat und ich gar nicht gemerkt habe, dass wir 14:30 Uhr und gerade Zahlen hatten. Ja, und dann bin ich genau am Tief im DAX rein und dann zieht er wieder nur nach oben und das ist ein Fehler, den wollte ich doch vermeiden. Ja, ihr kennt das ja durchaus doch auch alles selbst. Ja, und dann merkt man, okay, man wird immer konzentrierter, man wird immer, ich sage jetzt mal, in einer gewissen Art professioneller, weil man dann auf seine Situationen wartet, weil man weiß, okay, ja, das ist hier eine halbe Chance gefühlt, ja, und wenn ich die wieder handle und dann geht sie doch in die Hose anhand meiner Auswertung, weiß ich das. Und man bekommt halt einfach einen richtig guten Bezug dazu, was man überhaupt macht. Und es ist halt eine schwierige Arbeit, aber es ist eine Arbeit, die so wertvoll ist für euch. Und auch für die Zukunft. Man muss es halt am Ende nur machen. Ja, und es ist halt natürlich schön zu sehen, der Dirk, der handelt da aus dem Handgelenk heraus und redet nebenbei. Und ich kann das ja auch traden. Ja, und auch andere zeigen ihre Trades. Und das sieht immer alles cool aus und ist auch alles schön. Und das ist ja auch gut. Aber ich mache das auch seit 20 Jahren und ich werte heute meine Trades auch nicht mehr so intensiv aus, weil ich einfach sozusagen mich selbst sehr gut kenne. Ich kann mir auch sogar heute Trades angucken von vor 2 Jahren und ich kann euch mit relativ hoher
mit relativ hoher Gewissheit sagen, wie ich mich da verhalten habe, weil das bei mir drinne ist und das ist halt immer gleich. Ja, und wenn ihr da an der Stelle halt sozusagen dann mehr den Fokus auf die Qualität legt und wirklich seht, was man dahinter tun muss, dann handelt man auch automatisch weniger. Ja. Weil ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo als Beispiel, Top-Fußballer, ja, kann eigentlich gar nicht so gut Freistöße schießen, aber trotzdem, wenn die Dinger reingehen, sind sie spektakulär. Aber wie viel der dafür trainiert, das sieht ja halt keine Sau. Ja. Man sieht ihn halt auf dem Platz in der Öffentlichkeit, wie viel Auswertung, wie viele Stunden und Wochen und Monate ich in Auswertung gesteckt habe, das sieht ja auch keiner. Aber das gehört halt dazu. Und ich finde, diese Arbeit wird entlohnt. Und ich sehe es bei vielen Tradern, mit denen ich lange in Kontakt bin, wo sich teilweise aus dem Coaching heraus sogar gewisse Freundschaften entwickelt haben. Und ich sehe diese Arbeit, diesen Aufwand, der dann wirklich dazu führt, dass dann früher oder später das Ganze dann auch in die Profitabilität gebracht wird. Ja. Also deswegen halt weniger traden. Ich hatte immer eine Regel bei mir. Also wir können ja mal kurz reingehen, wie es bei mir zum Beispiel. Also ich habe jetzt halt nicht die realen Beispiele, aber ich weiß ja, wie ich gehandelt habe. Und deswegen zum Beispiel, wenn ich jetzt jeden Tag, den ich bei null begonnen habe, und ich hatte dann hier zum Beispiel bei 10 Trades, ja, und dann hier 20 Trades. So, und jetzt war mein Depotverlauf an einem Tag so. Also wenn es richtig gut lief, und hier war mein TP, mein Gewinntagesziel, ne? Also ich schreibe mal TP. So, und wenn es jetzt richtig nach oben ging, dann war für mich hier Feierabend, ne? Dann war ich hier Cut. Hier habe ich eine Regel gehabt bei mir, wenn ich mein Tagesziel, was ich so im Durchschnitt wusste, was ich erreichen kann, muss, sollte, dann habe ich es immer so gemacht, ich handle so lange weiter bis zum ersten Verlusttrade. Ne? Und dann habe ich hier weiter gehandelt und bis zum ersten Verlusttrade und dann war hier Ende. Weil ihr kennt das vielleicht auch, gibt ja Tage, ihr seid am Vormittag im DAX schön im Gewinn, dann machen die Amis auf und am Ende des Tages endet ihr wieder hier bei 0 Punkte. Ja. So. Wenn ich dann Tage hatte, wenn ich euch den Tag zeigen könnte, ich habe einen Tag, Tagesziel mal als Beispiel hier 1000 Euro gewesen. Ja. Aber ich hätte euch das Bild so gerne gezeigt. Ne? So, dann war ich hier früh 1000 Euro im Gewinn. Auf einmal, ich falle wieder runter, minus 500. Dann war ich wieder rangearbeitet, wieder 1000 im Plus. Ne? So, dann wieder runter, wieder minus, dann wieder 1000 im Plus. Und am Ende habe ich den Tag, glaube ich, ich muss jetzt lügen, ich weiß nicht, ob ich mit 500 beendet habe oder ob das dieser Tag mit 125 Euro war, weiß ich jetzt gar nicht. Aber am Ende war ich dreimal bei plus 1000, habe den Sack halt nicht zugemacht, habe am Ende 86 oder irgendwie oder 90 Trades gehabt oder irgend sowas, ja. Und ja, gut, ich habe natürlich den ganzen Tag was zu tun gehabt, aber es war ja natürlich auch alles emotional. Und ich hätte einfach hier früh 30 Minuten Trading, wäre der Tag halt vorbei gewesen. Ja. So, und wenn man halt jetzt dort hunderte von Tagen ausgewertet hat, wie die laufen, ja, dann bekommt ihr ein Gefühl dafür. Und eine Regel zum Beispiel war bei mir, wenn ich nach 20 Trades nicht in der Nähe meines Tagesziels hier oben war, ja, dann ist es so gewesen, dann sollte ich den Chart versuchen, plus minus null zu beenden und dann ist halt Schluss. Ja. Und solche Entdeckungen werdet ihr auch machen, wenn ihr jeden Tag auswertet. Ja? Und von jedem Tag von mir aus zeichnet euch ein Diagramm, wie ist der Tag gelaufen in Punkte. Ja, handelt von mir aus mit 0,1 so ernsthaft wie möglich. Das ist vielleicht nicht viel Gewinn, nicht viel Verlust, aber es zeigt, wenn man das dann mal mit einem, mit fünf, mit 15, mit 25, whatever an CFDs handelt, bekommt ihr einfach ein Gefühl dafür, was kann ich überhaupt leisten? Und ist überhaupt mein Ziel, was ich erreichen möchte, überhaupt mit meiner Art des Tradings möglich? Wissen ja viele auch nicht. Ne? Genau. Ich gucke jetzt trotzdem so, das ist nochmal eine Frage zu diesem Auswerten. Also, wie gesagt, vielleicht weniger traden. Ja. So, dann. Was man ja machen kann, man kann ja relativ einfach vom MetaTrader die Trades ja runterkopieren in eine Excel-Tabelle. Das ist ja durchaus relativ einfach möglich.
Und klar, wenn man da jetzt mit Teilpositionen handelt, dann muss man die Trades sich dann zusammenfassen in der Excel-Tabelle. Ja, damals, wo ich gehandelt habe, da gab es einen ganz schlechten Import. Da habe ich wirklich alles händisch reingeschrieben, ja, über 1000 Trades. Genau. Ach so, dann. Dann noch eine Frage. Wie bekommt man raus, wie viele Punkte sich der DAX insgesamt bewegt hat? Ja, man kann ja einfach die Handelsspanne ja annehmen vom DAX, ne? Also das sind ja dann die Punkte. Ja. Also ein Punkt bedeutet von 15.100 auf 15.101 wäre in dem Fall ein Punkt. Ja. Für Leute, die dann vielleicht auch aus dem Forex-Bereich kommen, da ist es immer nicht ganz so klar, was ist jetzt ein Punkt, ein Pip. Ja, da gibt es manchmal Verständigungsschwierigkeiten. Das war auch früher mal immer mal eine Benchmark für mich, zu gucken, wie viele Punkte hat sich der DAX am Tag bewegt. Und ich meine, die wenigsten Tage sind ja wirklich so extrem trendig. Ja, die meisten Tage schwankt ja der Markt irgendwie hin und her. Und mein Ziel war es, versuchen, die Hälfte oder zwei Drittel oder vielleicht die gesamte Handelsspanne, die der DAX am Tag als Punkte halt gemacht hat, selber als Punkte zu erwirtschaften. Das war auch mal immer so eine Benchmark. Den Datenexport, ach so, die gesamte Bewegung von auf und ab über den Tag, ja, die kann man jetzt, da müsste man jetzt überlegen, wie kleinteilig, weil die Frage jetzt nochmal kam, wie kleinteilig man ja das sieht. Also, wenn man das jetzt mal hernimmt, das lässt sich wahrscheinlich jetzt, weiß nicht, ob man das rauskriegen kann. Halt. Aber ich kann ja natürlich sagen, mal als Beispiel, der DAX steigt jetzt hier in der Stunde 100 Punkte, ja, und fällt jetzt in der Stunde 100 Punkte, ja. Wenn ich jetzt aber hier sehe, dass in einem 5-Minuten-Chart der Markt halt 30 Punkte steigt, 30 Punkte fällt, 30 Punkte steigt, 25 Punkte fällt, ja, dann sind das hier in einem M5, ja, wenn man jetzt alles zusammenrechnet, ja, vielleicht dann schon 400 Punkte, ja. So, von daher ist natürlich da schon die Frage, wie man das jetzt dann genau, wie weit man da ins Detail denn geht. Ja. Also von daher glaube ich, würde ich jetzt einfach nur gucken, was hat der Markt, was war der am Tageshoch, also die Handelsspanne einfach von Tageshoch zu Tagestief. Die würde ich da dann hernehmen. Genau. Gut, dann wäre ich eigentlich soweit durch mit meiner Präsentation. Wir können ja noch mal kurz auf den Markt dann noch mal schauen. Dann war irgendwo, gab es noch eine Frage, die ich nicht beantwortet habe. Es sind so viele andere dazwischen. So, ich würde jetzt hier trotzdem noch mal ganz kurz. Also ich hab bei meinem Rechnerumzug zwar meine eigenen Dateien kopiert, aber irgendwie ist bei eigenen Dateien nichts angekommen. Und da dachte ich auch, nicht schlecht, was ich so an eigenen Dateien habe. Also ich habe auf meinem Rechner, mittlerweile hatte ich 17.000 Screenshots. Und über 300 Videos, die ich aufgenommen habe von meinem Trading. Ja, das war mal nicht schlecht, das zu sehen. Also auch eine Empfehlung ist vielleicht auch sein Trading sich tagtäglich aufzunehmen. Das mache ich heute auch nicht mehr. Ich habe das früher jeden Tag gemacht, mein Trading halt aufgenommen und habe es mir dann angeguckt und es ist manchmal halt erschreckend, wenn man es noch schafft, so ein, zwei Gedanken dazu ins Mikro zu sprechen. Hat damals halt aufgenommen und das kann man auch kostenfrei sich alles organisieren. Aufgenommen, denn Idee, DAX bricht durch Tageshoch von gestern aus. So, dann habe ich gehandelt und da merkt man erst, ja, das war deine Idee, die du hattest und dann, was hast du da gehandelt? Ja, also dieser Spagat ist am Anfang auch relativ groß. So, jetzt gucke ich jetzt hier nochmal, ob ich vielleicht doch irgendwie noch diese Excel-Datei. Also, für die, die im Grundkurs Skype Trading waren, die haben eine Excel-Vorlage. Und
Ich gebe mal hier, das war das 1000. Naja. Sternchen Punkt XL. Nee, schade. Ist nichts hier. Echt ärgerlich. Aber ich komme jetzt auch nicht auf meinen anderen Rechner drauf, auf die Schnelle. Und ich will euch jetzt auch nicht so lange warten lassen. Ach, da hier. Ja, schade, dass die Datei nicht da ist, die. Also es gibt diese Tabelle, gibt's, also die Tabelle, die ich da ausgewertet habe, die ist jetzt zwar nicht so vollständig, also da sind nur die Tagesergebnisse drauf, leider. Da sieht man das nicht. Aber hier sieht man es vielleicht. Naja, sieht man nicht. Das war damals die Performance gewesen. Also wie gesagt, es sind jetzt halt nur die Einzelwerte. Aber ihr seht hier, ich zeige euch mal zum Beispiel jetzt hier. Waren die Tage 140 Euro, 475.380 minus 115, 43, 6, also nach den 115 bin ich runtergegangen. Dann habe ich hier nochmal die Positionsgröße hochgenommen, minus 544, wie gesagt, 7. Mai, vor jetzt 13 Jahren. Dann mit kleinen Positionsgrößen gehandelt, dann immer ein bisschen höher und dann gab es hier wieder den ersten guten Gewinntag, dann einen kleineren Verlusttag und ja, und so hat sich das dann gesteigert und dann konnte man wieder mit diesen Gewinnen, die man da gemacht hat, ja, gab es dann halt dann wieder ein paar größere Tage und ja, am Ende waren es dann, ja, wie gesagt, ihr seht ja, wie wenig Verlusttage es waren. Es waren jetzt, glaube ich, nur 5 Verlusttage in 3 Monaten oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Verlusttage. Ja, genau. Und alle Verlusttage zusammen sind nicht größer als der größte Gewinntag. Ne? Genau. Ja, ist ja jetzt nicht ganz so super erklärt. Ja. Genau, trotzdem sehr lehrreich und motivierend. Ja, motivierend wollte ich heute wirken, auch wenn ich selber jetzt sozusagen nur anwesend bin. Ja, ist ja froh, bin ja froh, dass das so rübergekommen ist. So, dann würde ich nochmal rübergehen, vielleicht auf den Markt. Wie gesagt, ich werde ja heute nicht handeln. Wir haben es ja auch schon 16 Uhr, da habe ich mich doch ganz schön verschnattert. Wusste gar nicht, ob ich so viel dazu erklären kann. Aber gut, der Markt zeigt mir ja hier auch, dass da entsprechend jetzt nicht wirklich viel lief. Also, ja, der Markt hier, der Nasdaq geht jetzt, oder ist hat der Markt hier angehalten bei mir? Nee, hier läuft er ohne Fehler. So, also hier der Nasdaq in einer Range halt gelaufen bis dato. Ja, nach den Verbraucherpreisen 14,30. Ja, und ja, wie gesagt, man kann jetzt ja hier anfangen mit 0,1. Handelt man, guckt dann, was habe ich gemacht, wie habe ich es gemacht, wie ist es gelaufen. Ja, und kann dann hier hat er die Möglichkeit über rechte Maustaste dann das Ganze zu exportieren. Ja, genau. Ja, genau. So. Warte, mache ich mal das so.
machen wir das hier mal so, weil da kann ich jetzt hier, sag ich jetzt mal, so einfach drin rumklickern. So, und gehen wir hier nochmal auf den Nasdaq, wo ich den jetzt ja immer hier hatte. Ja. So. Bewegt sich nichts. DAX, bewegt sich da was? Meine Demo-Version abgelaufen. Wollte jetzt da so ein bisschen dran rumklickern, um das zu zeigen. Aber es läuft. Nee, läuft nicht, ne? Nicht verbunden. Nicht verbunden. Sind bei euch die Demos zeitlich begrenzt? Ich nutze das ja relativ selten, deswegen. Weißt du das? Ja, also bei Inaktivität 30 Tagen, dann Ja gut, ja, da startet bin ich sich die lange Demo. drüber. Gut. Ja, nee, dann ist das Konto nicht aktiv, ja. Aber ihr könnt dann hier unter, wenn ihr dann gehandelt habt, wo ist es denn eigentlich? Ah, ist das jetzt, ja. Ja gut, ich habe jetzt hier nicht gehandelt, ne? Ist ja inaktiv, da könnt ihr dann darüber gehen. Gut, naja. Da hätte ich jetzt nochmal gezeigt, wie man es vielleicht dann nochmal auswerten kann. Wollte jetzt nicht mein Depot da nehmen. Gut. Dann sind wir soweit durch. Also es ist ja doch auf einiges an Interesse gestoßen, das Thema. Und ich hoffe doch, dass es vielleicht die ein oder andere Motivation jetzt war. Und ja, wenn da nochmal mehr Bedarf besteht, dann lasst es mich kurz wissen. Dann kann man ja da nochmal anknüpfen. Und dann das vielleicht auch nochmal mit einer eigenen Handel dann kombinieren. Und ja, mal gucken, was dann, dass man das vielleicht das Thema dann nochmal da anknüpft. Ja? So, ja. Genau. Dann war noch eine Frage zum Thema 5 Minuten und 1 Minuten Kerze. Ja gut, jetzt habe ich das. Kann ich es jetzt hier nochmal schnell zeigen? Geht wahrscheinlich nicht, aber wenn der Stereo Trader installiert ist, dann einfach den X-Frame nutzen. Da kann es aber sein, dass man den auch noch unter dem Installationsmanager erst installieren muss. Und zwar geht man auf den Installationsmanager, Lizenzvereinbarung akzeptieren und dann hier den X-Frame, der muss installiert sein. Nur dann lässt er sich auch anzeigen. Und genau, und dann wäre der geht jetzt dadurch, dass es hier steht, geht es halt nicht. Ja. Kann man sich das dann anzeigen lassen, das Ganze. Genau. Ja. Das ist dann aber selbsterklärend. Also, wenn ich jetzt Anzahl der Bars, 12 Bars im 5-Minuten-Chart, wenn ich den jetzt hier anhabe, sind dann 1 Stunde. Wenn ich hier 1-Minuten-Chart hier oben anhabe, wie gesagt, 1-Minuten-Chart anhabe und ich habe dann 30 Bars hier drin, dann habe ich einen 30-Minuten-Chart dahinter. Habe ich dann hier 5, dann habe ich hier einen 5-Minuten-Chart dahinter. Also immer die Zeiteinheit, die man aktiviert hat, mal der Anzahl der Bars ergibt dann die Zeiteinheit im Hintergrund. Relativ einfach. So, gut. Ich bin jetzt auch echt durchgeschwitzt. Die Tabletten wurde mir gesagt, dass die so eine Wirkung entfalten. Also hat der Arzt recht gehabt. In dem Sinne hoffe ich, dass es euch trotzdem viel Spaß bereitet hat und wenn es auch diesmal kein Live-Trading war, trotzdem viel zum Thema Ausbildung und vielleicht auch einfach, um euch da nochmal einen Weg zu zeigen, eine Möglichkeit an die Hand zu geben, was man auch leisten muss, was auch einen Teil oder ganz ehrlich, auswerten und Konsequenzen aus den Auswertungen zu ziehen. Bin ich der Meinung, machen locker 50% des erfolgreichen Tradings aus. Ja, für den Start. Für die, die es dann können, ja, die müssen ja dann nicht mehr jeden Tag so intensiv das trainieren, weil irgendwann stellt sich ja auch eine gewisse Art von Erfahrung, Intuition oder sonstiges ein, dass man das nicht mehr machen muss. Aber um überhaupt den Start hinzubekommen und auch in die richtige Spur zu kommen, sollte das am Anfang wirklich 50, 70% der Trading-Aktivität ausmachen und das Trading eher an sich hinten angestellt werden. In dem Sinne gebe ich zum letzten Wort nochmal zurück zum Nelson und darf mich an der Stelle verabschieden und freue mich dann auf das nächste Webinar mit euch.
Natürlich euch dann morgen einen schönen Männertag oder Christi Himmelfahrt, wie auch immer ihr den verbringt, mit Auswertung zum Beispiel oder anders. Und ich gucke hier gerade in meinen Kalender hinein und der sagt mir, dass wir am 9.6. Genau. das nächste Webinar zusammen haben und dann hoffentlich wieder mit Vollgas. Okay, Super. Nelson, für dich das letzte Wort. Ich sage an der Stelle Bye-bye und vielen Dank an FX Flat. Ja, ich habe zu danken und natürlich auch die Vertretung von FX Flat und schließe mich den Feedbacks an. Wirklich ein schönes Webinar, wenn man bedenkt, wie es dir dabei ergangen ist heute. Vor allen Dingen da nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank. Gute Besserung und natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle, die dabei waren, für das Interesse auch. Und ich wünsche ebenfalls noch eine erfolgreiche Woche. Heute noch einen erfolgreichen Handelstag. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Morgen einen schönen Feiertag und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Also, bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss.